Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play and Talk Stellaris. Heute am Tag der Aufnahme ist es Mittwoch, der 11. Mai, 18.31 Uhr. Und ja, hier sehen wir Syndra, den Planeten, wo alles begann. Von wo aus unsere Zivilisation, unsere Asari, sich aufmachten. In die Weiten des Universums. Und jo, das ist daraus geworden bisher. Ja, dreigeteilt quasi, zwei große Teile der Asarischen Republik und hier oben nicht zu vergessen Ugrone, aber da kommen wir ja gleich noch hin. Und ja, es wird wohl Zeit, dass wir hier mal was machen, kriegstechnisch, auch wenn unsere Militärflotten, inzwischen geht's aber eigentlich. Gut. Alles klar, dann fangen wir wie immer natürlich bei unserem Planeten an, obwohl wir hier eigentlich Syndra und auch Tonatio Prime können wir eigentlich erstmal außer Acht lassen, da hier nichts passiert zurzeit. So, Ugrone 3 genauso. So, dann haben wir hier auf Gilles Prime haben wir noch 9 Distrikte frei. Uns fehlt es an Mineralien, an Nahrung und an Konsumgütern. So, uns fehlt auch noch ein Landwirt. Ich brauche noch ein bisschen. Und dann schauen wir hier mal gleich wieder rein. Das dauert wie viele Monate, Leute, das noch? 22 Monate, 2 Jahre knapp. Entschuldigung. Ja, Stabilität ist noch einigermaßen in Ordnung. So, und dann haben wir hier schließlich noch Ulus Prime. Ja, hier ist die Stabilität auch noch relativ gut. Wir haben 16 Distrikte haben wir noch frei. Ein Defizit ist Energie, Mineralien, Nahrung und Konsumgüter. Uns fehlt noch ein Büroangestellter. Und der braucht noch 43 Monate. Und 2 Vollstrecker auch noch. Oh, das dauert dann ja noch ein bisschen, bis wir da was machen können. Gut. Ja, wir haben auf Ulus haben wir unsere Ulus-Station ja aufgebaut zur Sternfeste. Und jetzt können wir gucken, was wir hier noch bauen. Nein, falsch. So. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Ankerplatz, einen Schiffswerft, einen Handelsknoten, Geschützbatterien und Störsender und Störfeldgenerator. So. Ach, ich genau, ach, scheiße. Ich baue ja schon, ich baue das Logistikbüro. Genau. Alles klar, hier haben wir noch nichts Neues. So, unsere Armadas, Armaden, ich weiß es gar nicht, die können wir wieder aufrüsten hier. Und hier wird ja noch gebaut. Hier noch 4. So. Alles klar, hier haben wir gerade Senatspause noch immer. Und Föderation, ja, hier verlieren wir halt Erfahrung, weil, ja. Wir nur 2 Mitglieder haben und die sich jetzt auch nicht unbedingt grün sind. Also schon gut von der. Wir verstehen uns zwar, aber wir sind halt von der. Ja. Aus den Ethiken sind halt verschiedene Ethiken. So. Und, was haben wir noch? Nachfolgeregelung, Reihenfolge ist minus 50. Minus 0,5 Punkte. Ja. Alles klar. Wie sieht denn das aus mit dem Zuspruch? Ja, hier mit der Xenocompassion hatten wir ja schon. Die haben wir eingenommen. Committee of Faith and Values. Ja, mit denen haben wir halt überhaupt nichts gemein. No.
Unterstützung. Wir könnten jetzt natürlich die für die Fraktion öffnen, also die Regierung. Moment. Irgendwie scheint die Musik immer noch sehr laut. Ich habe das doch reingestellt. Die ist schon so weit unten. Ja, da müssen wir dann da erstmal noch gucken, was wir da machen können. So. Ja, hier ist halt die eingesperrte. Ich kann dann links wohin. Was passiert? Toll, er gerade eine neue Stufe erreicht und jetzt ist er gestorben. Unser Admiral Shiripa. Shiripa? Ist im Alter von 81 gestorben. So, was haben wir denn hier? Waffenreichweite, Erfahrungszuwachs, Schwindler. Nehmen wir mal hier den. So, dann haben die auch eine neue. Neuen Anführer. Ja, die wurden wir halt angegriffen, aber wir kommen ja auch, glaube ich, so oder so nicht dahin. Doch, will ich doch hinkommen. Kann man die noch sehen? Ja, Ghost Ship. Warum habe ich da ein Transportschiff? Ich brauche hier nicht. Ich sehe nur die Transportflotte. Könnten die jetzt platt machen? Aber warum sollten wir das tun? So, die zweite Armada, die ist halt noch relativ klein, deswegen ist er ja. Naja, ist ja noch. Bastelt halt noch. Die First Armada ist voll. Kattestation. Dann bauen wir die auch noch ein bisschen aus. First Armada. So, Korvette, Zerstörer. Kreuzer. Noch einen dazu. So. Und ein davon, noch ein davon. Dann haben wir Flankenkapazität 175 von 261. Kostet 693 Legierung. Okay. Alles klar. So. Ja, aber die bomben wir nicht weg, weil die können wir. Oh, was passiert? Wir wurden in eine Verschwörung gegen Zaedron Allied Stars verwickelt. Die Anschuldigung ist so vage, dass wir nicht in der Lage sind, selbst herauszufinden, ob sie etwas planen oder nicht. Unsere eigenen Spione beteuern, die Anschuldigung sei unbegründet und sie behaupten, es handele sich wahrscheinlich entweder um eine Reaktion der Spionageabwehr eines unserer Ziele oder um eine Verleumdungskampagne, die von einer dritten Partei durchgeführt wird. Was auch immer der Grund oder die Ursache ist, Zaedron Allied Stars hat diese nicht gut aufgenommen. Ja, was Wunder. Die Meinung von Zaedron Allied Stars gegen Vassal Republic ändert sich um minus 80. Ach du Scheiße. Zaedron. Ja, aber wir haben ja da schon einen. Ja. So, da haben wir repräsentiert unsere Interessen in der galaktischen Gemeinschaft. Verbesserung von Zaedrons, Buxunak und Spionagenetz. Genau, wir können ja da mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. So.
Dann sammeln wir weiter Informationen. Zack. So. Dann mal weiter im Text. Okay. Es kommen Spaceburn Organics. Wird schon schnell. Wenn es dieselben sind. Ach ja, unser Dings ist ja auch noch unterwegs. Unser Forschungsschiff. Na, Xiga, das dauert ja noch ein bisschen. Ja, muss man durch. So. Handel scheint auch zu laufen gerade. Können wir nachher nochmal gucken. So, hier brauchen wir noch 21 Monate. Technologien. 18, 13 und 48 Monate. Ja, die werden hier immer größer. Teilweise, wie stark die teilweise sind. Hohoho. Ja, soll ich dann mal hier... schicken wir mal die dahin und gucken mal, ob wir da was irgendwas ausrichten können. Jetzt weiß ich, was das ist. Ich bin nicht aufgepasst. Spionageoffizier Nip Al-Yoyi hat vor kurzem eine heimliche Untersuchung gegen seine eigenen Agenten in Coalition of Mithoa eingeleitet, nachdem er einen Abfall in ihren Leistungen bemerkt hatte. Bei diesen Untersuchungen hatte Nip Al-Yoyi entdeckt, dass Agenten Ressourcen abschöpfen, die für das Sammeln von Informationen und als Bestechungsgelder vorgesehen waren. Diese Waren und Währungen werden von ihnen an anderer Stelle in mithoarische Geschäfte reininvestiert, was den Agenten einen komfortablen Gewinn auf unseren Kosten einbringt. Infolgedessen ist auch ihre Aufmerksamkeit und ihre Loyalität eindeutig geteilt. Operation Informationssammeln wurde für den Moment auf Eis gelegt, bis Spionageoffizier Nip Ayuyi die operative Effizienz wiederherstellen kann. Hier kann ich nichts machen. Wir haben keinen Wirtschaftspakt mit denen. Ja, das kann nicht toleriert werden. Erteile ihnen eine Abmahnung. Spionageoffizier Nip Ayuyi meldet mit Bedauern den Zusammenbruch unseres spionagischen Netzes in the Coalition of Mithoa. Als eine Gruppe von diebischen Agenten zur Rechenschaft gezogen wurde, reagierte sie mit Flucht und verstreute sich im gesamten mithoarischen Raumbereich, den selbst wir nun mit Mühe überwachen können. Nip Ayuyi ist nicht mehr in der Lage, sie aufzuspüren. Zumindest nicht, ohne ungewollt Aufmerksamkeit zu erregen. Verdammt. Und Infiltrationsstufe ändert sich um minus 5. Hinzufügen des Modifikators unternehmerische Agenten brechen Verbindung ab für 2 Jahre für zu befolgenden Effekten. Infiltrationsgeschwindigkeit minus 10%. Verdammt. Das kannst du wohl laut sagen. Construction complete. So, jetzt haben wir da die Baureihe beendet. Sehr gut. Ach doch, scheiße, ist das doch. Ja, da können wir noch die Gebäude bauen, ja. Aber da haben wir gerade nichts Vernünftiges. So, kann ich mal gucken, ob jetzt. Ja, noch 8 Monate. Ach, und die fehlt ja auch noch. Scheiße. Dann muss ich noch ein bisschen warten. Moment eben. Durch harte Arbeit und Erfahrung hat Wissenschaftler Estonira neue Eigenschaften entwickelt. Okay. KI-Assistent und Paranoid. Ja, super Paranoid. Unser mentales Netzwerk ist riesig und gibt uns Zugriff auf Gedanken und Ideen aus jedem Winkel unseres Reichs.
Trotzdem, bisher hat noch keine einzige Entität jemals etwas gesehen, was eurer tragischen Existenz Wert verleihen würde. Was, Penner? Senatssitzung. Drei Studien Netzwerk. Verhalten. Okay, genau, ich wollte Zeit Zuckerkorn Dingsbumsen. Ja, aber ich wünsche mich ja mit denen auch nicht. Mit dem Krieg mit Iranisch, dem Iranischen. Rivalisiert und hat Grenzen für ja, geschlossen. Oh Mann. Pff, ja, viele, die uns unterlegen sind, gibt's nicht, ey. Da dauert es noch länger mit den Vollstreckern. So. Aber wenigstens ist das Forschungsschiff gleich da. Schon stylische Chancen. Gut. Ansprüche sind hier irgendwo, ne? Lasse. Haben wir hier Landmöglichkeiten, Bildungskampagne. Erfahrungszufuchs. Wohnungsunterhalt. Minus 10% Konsumgüter. Kosten 49 Energie. Einen Anspruch auf dieses System nicht, außer einen Defensivkrieg. Okay. Hm. Ja, kann ich hier auch Anspruch stellen. Systemen können entsprechend zugefügt und entfernt werden. Technology discovered. Spionageereignis ausstehend. Regenten haben die Informationsbeschaffung abgeschlossen und ein Dossier mit den gefundenen Informationen an uns geschickt. Wir halten 15 Geheiminformationen. Infiltrationsstufe ändert sich um minus 5.
Informationen sammeln um 10 Jahre, maximale Infiltrationsstufe plus 5. Okay. Als Red Run Alliance Stars und Hiran Syndicate haben Migrationsabkommen geschlossen. Es gibt viele fremde Reiche, die gerne unsere Welten für sich beanspruchen würden. Wir müssen auf sie vorbereitet sein, sollte das Schlimmste eintreten. Okay. Neue Vorschulen. Wachstumsgeschwindigkeit. Sternbasenkapazität plus 2. Neues Gebäude. Kulturerbestätte. Möben geißeln. Ne, wir können hier mal die Wachstumsgeschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Alles klar. So, die sind ja alle da noch. Genau, wo ist unsere Flotte? The New Ship. New Ship. Nee. Hab ich ihn da hingeschickt? Doch. Wird schon ankommen, irgendwann. Ich mal sagen. So, ansonsten, da oben war ja noch. Kronenstation. Ja, die ist halt nicht. Immer noch nicht angeschlossen. Technologie discovered. Nächste Technologie: Ionentriebwerke. Diese elektrischen Triebwerke erzeugen mit Hilfe von Ionenstrahlen Schub. Treibstoffe werden nicht benötigt. Neue Forschung: Zivilunternehmen. Würde die Konsumgüterproduktion steigern. Gaussgeschütz, Mineralien durch Bergarbeiter. Gaussgeschütz. Nee, brauchen wir hier nochmal, haben wir noch mehr Wohnungen. Hier fehlt ja immer. Naja. Und dann machen wir noch einen Stadtdistrikt. Ach man. Demafona hat eine neue Stufe erreicht. Stufe 3. So. Iribot und Iribot, Animus und die Coalition of Mithwa haben Frieden geschlossen. Sehr schön. Oh, ja klar, das sieht ja jetzt so ein Ball. Oh, 6000, 5000. Da komme ich ja nie gegen an. Nie im Leben, ey. Oh Mann. Jetzt muss ich natürlich wissen, welche unterwegs. So. Ist unterwegs. Nein. Gut. Also die kann. So, die noch. Ja, die sind unterwegs. Die braucht aber noch ein paar Jahrhunderte. Gut. Soll es dann halt so sein. Was hier? Hier haben wir einen neuen. Was ist denn neu? Krimfüge Forschungsaktion. Bei Reichen, die gegen galaktisches Gesetz verstoßen haben, müssen regelmäßige Inspektionen
Forschungsausrichtung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie den galaktischen Anforderungen entsprechen. Reiche, die denunziert wurden oder galaktische Gesetze gebrochen haben, erhalten Sanktionen. Ja, das ist doch schön. So, und dann nehmen wir... Ships upgraded. Was ist los? Glyranische Krieger entdeckt. Seit einigen Monaten haben wir vereinzelte Berichte über eine kleine Anzahl außerirdischer Söldner und Freibeuter erhalten, die an den Grenzen unseres Raumes operieren. Sie selbst nennen sich die Glyran und sind offenbar Exilanten einer nomadischen Kriegerkultur, die in und um das Ancharnus-System herum in überfüllten Raumstationen leben. Ihre Durchreise in der Nähe unserer Grenze verlief ohne Zwischenfälle, aber sie warnten uns davor, Anachronus zu betreten. Wir haben keine Zentralregierung, die erwähnenswert wäre. Stattdessen sind sie in verschiedenen Fraktionen aufgeteilt, die oft benachbarte Sternsysteme überfallen. In Anbetracht ihrer riesigen Bevölkerungsdichte und ihrer Produktionskapazität wären die Glyran wahrscheinlich eine bedeutende galaktische Macht, wenn sie jemals damit aufhören würden, sich gegenseitig zu töten. Okay. Eingenübertragung. Außenseiter, wir sind die Glyran. Im Gegensatz zu den zivilisierten Sternennationen der Galaxie dienen wir keinen einzigen Meister. Ich wurde ausgewählt, um euch diese Botschaft im Namen aller Häuser zu übermitteln. Versucht nicht, uns eure verweichlichen Wege aufzuzwingen. Ihr mögt zwar außerirdische Schiffe in unsere Territorien schicken, aber erwartet nicht, dass sie zurückkehren. Unsere Krieger werden die Abwechslung begrüßen. Sendet nur auf dieser Frequenz, wenn ihr Tribut anbieten wollt oder Söldner benötigt und die Mittel habt, um sie zu bezahlen. Ships upgraded. Okay, dann muss ich mal kurz. Hey, was ist das? Kann ich? What? Glyran. Ich kann ja auch nach Glyran gucken. Nee, doch nicht. Kannst du das Thema durchsuchen? Hm. Ja, gut. Ships upgraded. Ja, sehr gut. Verlassenes Sterntor. Am Rande von Ripigaur wurde eine antike Raumstation gefunden. Die starke Subraumsignatur, die die Station umgibt, zeigt, dass es sich um ein Sterntor handeln könnte, das Teil eines theoretischen Netzwerks von ähnlichen Stationen ist, die irgendwann für nahezu Solo-Sofortreisen zwischen verschiedenen Teilen der Galaxis benutzt wurden. Angenommen, dies ist ein Sterntor, so hat der gegenwärtige Zustand des Verfalls es leider unbrauchbar gemacht. Wenn es wieder funktionsfähig wäre, könnte sein Besitzer allerdings möglicherweise auf andere funktionsfähige Sterntore der Galaxie zugreifen und innerhalb weniger Tage riesige Entfernungen zurücklegen. Verblüffend. Ships upgraded. Ships upgraded. So. Lange unterwegs, echt. Was passiert? Skrik Coalition und hat das Forschungsabkommen mit der Theocracy of Kesho gebrochen. Oh, für ihre Tradition. Guck mal, was haben wir denn hier noch? Körpergeist, Lebensdauer an für plus 20 Jahre. Fähigkeitsstufe plus 1. Verbundenheit. Hier ist. Ja, einfach das. Stabilität überall. Auf jedem Planeten um 5% erhöht. Ja, das ist doch ein schönes Ende für diese Folge, würde ich mal sagen. Ja.
nicht wirklich viel passiert, oberflächlich gesehen, aber wir haben jetzt schon mal Ansprüche hier gestellt. Und ja, wir müssen dann mal gucken, ob wir die irgendwie einlösen können oder ob wir wirklich Krieg führen müssen. Ja. Gut, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ein Abo wäre auch nice, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.